So, wir sind in Welsheim mal wieder angekommen. Wie ihr gerade gesehen habt, musste leider Marius Auto auch einmal durchs Bad. Alex hat das Ganze mal wieder übernommen hier. Ich finde es voll geil. Eigentlich war es ja deine Idee. Eigentlich war es ja fast sogar deine Idee. Seine Idee, ne? Weil ist ja auch so, was sollen wir uns da jetzt hinstellen und das da rauskratzen und so weiter, wenn es halt auch einfach so aussehen kann. Ne? Das sieht gut aus. Was cool ist, jetzt kommt halt wirklich die nackte Wahrheit auch aus dieser Karosse raus. Und das Coole ist ja, wie lange hast du die jetzt? 2007. 2007, das heißt 13 Jahre Geschichte stecken in diesem Auto schon. So, das heißt, da sieht man zum Beispiel... Ja, da steckt meine ganzen Jugendsünden stecken in diesem Auto, ja. Hier steckt da auch schon mal irgendwas anderes drin. Da wird sich meine Frau noch dran erinnern. Da sind wir mal hinten drauf gefahren, ja. So, nein, jetzt sieht man hier wirklich so, was über die Jahre... an so einem Auto schon mal geschweißt wurde. Blech an Blech und Blech und Blech. Das sind so diese klassischen TÜV-Bleche. Mein Vater hat die mal TÜV-Bleche genannt. Klebt da mal eins drauf, damit man nochmal durch den TÜV kommt. Ja, das muss irgendwie vor mir einer gewesen sein. Ja. Was hast du zur Karosse? Weißt du, ich bin ja ganz alte Autos gewohnt, ja. Finde den geil. Vor 1,5 Jahren hast du ja noch gesagt, Golf 2, was ist das überhaupt? Du hättest ja gedacht, dass so ein Ding niemals hier in so einem Bad landet bei euch, ne? Also ich bin sehr überrascht, ne? Das sind ja so viele mittlerweile, wirklich viele, Golf 2. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Golf 2 finde ich jetzt toll. Kommt jetzt, ne? Nein, pass auf, ich bin ja 10 Jahre älter als ihr, ne? Als ich mal 18 war, war das nicht leistbar. Das haben nur andere gehabt. Ich konnte mir so ein Ding nicht kaufen. Ne? Deswegen habe ich da gar nicht hingeguckt. Ja, mein erstes Auto war Toyota Starlet, also Schrott. Wenn du den Teppich hochgehoben hast, hast du die Straße gesehen. So, und das finden halt alle cool, ne? Und jetzt kommen die Dinge und ich freue mich, weil die gab es vor 5 Jahren. Habe ich noch nie einen gesehen. Ja. Lag aber auch daran, weil wiederum als wir dann 18 waren, da war es ja so, dass das so mit die günstigsten Autos waren. Genau, es war bei mir so der Klassiker, 850 € bezahlt, 2 Jahre wollte ich erstmal fahren. Ja. Ich werde auch Golf 2 nie vergessen, überall kam das Wachs hinten rausgelaufen, das waren so die typischen Autos für 500 € mit TÜV an der Ecke. Ja, aber weißt du, das ist so eine kleine Legende, ne, das mit dem Wachs. Weißt du, das hat er ja auch. Mhm. Na, und warum rostet er? Ja, genau, der rostet genauso wie alle anderen auch, das stimmt nämlich nicht. Okay, die Heckklappe ist in Ordnung, aber der Rest ist verrauscht. Weißt du, da wo er nämlich gelaufen ist, die war okay, aber der Rest hat er. Schweller hat er unten, da wo die Tankaufnahme, siehst du das? Ja. Da muss man mal reintun, ne? Da ist ein Loch, ja. Das ist weg. Ja, das Loch ist untertrieben. Ja, ja, das ist einfach kaputt. Und der hat all die Macken, die so ein Auto haben kann, aber das Auto ist noch gar nicht so alt. Das Auto ist keine Pagode, das ist nicht 50. 30 Jahre alt. Das ist 30 Jahre alt und für 30 ist er exakt für 30 kaputt. Und jetzt darf man noch nicht vergessen, der stand ja theoretisch die letzten 8 Jahre auch trocken und wohl nicht gefahren. Und nur Handwäsche, ne? Keine 10 Jahre, 10 Jahre wahrscheinlich sogar, ne? Ja. Erst bist du hier kurz noch gefahren. Das heißt, stell dir mal vor, der sah wahrscheinlich vor 10 Jahren schon genau so aus und wurde dann konserviert, sag ich jetzt mal. Wäre jetzt weg, ne? Das war Werk wahrscheinlich, Zinn, ne? Sinn. Aber die Ecke ist jetzt kaputt. Die ist kaputt, links, rechts gleichmäßig. Mhm. Und normalerweise wäre diese Legende mit dem Wachs, das hätte ja voll mit Wachs sein müssen. Aber das war Salz, Strollen, ne? Und das ist Rost von außen nach innen. Ah, Rost von außen durch, okay. Genau, deswegen kannst du 30 Jahre Garantie geben. Das ist nämlich für den Arsch, weil das passiert nämlich nie von innen nach außen. Das ist immer von außen. 30 Jahre Garantie habe ich sonst mal am Strand gehört, wenn sonst kaufen ist. Kein Witz, ja? Das bringt gar nichts, die Garantie. Mhm. Ja, ja, klar, natürlich, keine Frage. Aber ich wusste, dass du mich durchbeleidigen wirst, egal ob das Auto 3 Roststellen hat oder 12. Ich beleidige dich nicht. Ich sag, du hast ein Auto, was jetzt ein Tick leichter ist wie vorher. Das werden wir gleich sehen. Und der ist durch überall, guck mal, der ist absolut sauber. Ja, ja. Und der ist nicht so schlecht. Vor allem, ich kenne ja Marius, der wird an dem ganzen Auto eh alles nachschweißen und so weiter. Und wenn ich mir jetzt alleine wieder überlege, dass du solche Blechüberlackung einmal nachschweißen willst, ne? Da hättest du ja eine Meise bekommen, wenn du das vorher mit einem Schraubenzieher rauskratzt, ja, Brenner, dann gehst du alles dreimal mit dem Brenner ab und dann sehen die Nähte auch noch scheiße aus. Das läuft nach und so weiter. Ne? Das ist so. Deswegen sind zum Beispiel so Geschichten, ich entlack mein Auto mit Strahlen, dann würdest du die Dichtmasse da drin in dem Fall gar nicht wegkriegen. Ne? Schau mal hier, hier, siehst du das? Ja. Die wäre nämlich voll, die wäre voll und das müsstest du mit einem Schraubenzieher rauspopeln, das würdest du gar nicht rausbekommen. Ich sage auch immer wieder, man kann sich das nur vorstellen, wenn man selber so eine blanke Karosse mal gesehen hat. Oder wir haben es ja in Bremen auf der Messe gesehen. Die Leute haben es ja wirklich gefeiert, wie blank so eine Karosse sein kann. Ja, vor allen Dingen, ich habe schon viel in meinem Leben auch strahlen lassen. Und wenn du so ein halbes Auto strahlen lässt, beim Käfer war ich auch 800 € los. Und es war eigentlich kacke leider. Und mit Pech alles krumm. Ja, so. Genau. Okay, das heißt Karosseriezustand, wie würdest du es jetzt bewerten? Boah, da bin ich... Nein, also... Zustand. 2 minus. Ja. Nein, das ist nicht schlimm. Bewerten du es, Mike. Nee, ich meine mit Zustand, hättest du ihn dir besser oder schlechter? Nein, nein, nein. Ich habe schon leider doch gedacht, dass noch mehr zum Vorschein kommt. Also die Stellen wusste ich. Ich habe die Sachen, die kaputt sind, die habe ich selber kaputt gemacht. Aber nee, ich bin schon begeistert. Ich hatte noch mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Also eine Person, die es auf jeden Fall feiern wird. Beziehungsweise, nee, hier auch. Jetzt sieht man halt richtig schön auch, wie beim Golf 2 dieses Dach aufgesetzt ist, ne? Und wie man es halt in Carbon vielleicht einkleben könnte. Ja. Sollte. Ja, das rostet wenigstens nicht. So, komm her, wir heben das Ding noch einmal hier auf die Waage. So, wir haben gestern... Normalerweise darf man jetzt ja mit Händen nicht anfassen, oder? Das Auto ist jetzt mit einem Inhibitor, du siehst, da sind so ein paar leicht gelbe Flecken, das ist die Passivierung. Wenn du jetzt mit deinen Schweißhänden so machst, siehst du das morgen. Ja, ne? Ja. Du bist sauer, dein Schweiß ist sauer. Wieso? Hebt man die Dinger da. Ja, ihr seid komplett vorne, wo er leicht ist, zu zweit und hinten muss... Okay, hier ist natürlich auch ein Loch, ne? Ja, ja, das haben wir schon vorher gesehen. Das ist so, so, okay, wir haben... Was hatten wir gestern? Ich kenne jemanden, der gute Laune haben wird auf dem Rückweg, aber sehr, sehr gute Laune. Haben wir noch viele? So, wir haben gestern angefangen mit? 208. Willst du wissen, wie? 176. Boah. Wow. Nee. Das sind 32 Kilo. Alter. 32 Kilo? Wie viel? 32. Bloß also einer von VW hat mir mal gesagt, so eine Kiste hat 25 Kilo Material, deswegen war das immer in meinem Kopf. Als wir dein Audi gemacht haben, waren es 13 oder 14. Ja. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt haben wir 28, 38. Nein, stopp, jetzt habt ihr euch verwirrt gerade. 76 zu 218, 32 Kilo. Krass. 32. Mit Gestell oder ohne Gestell? Nein, mit wir beides genauso gewogen. Boah. Mit den Gestellen gewogen. Ja, ja. 30 Kilo. 30 Kilo. Jetzt, ne? Müllpauschale, Entsorgungspauschale. 30 Kilo Müll. So, jetzt nicht, dass einige denken, wir bescheißen hier gerade, weil eine Waage 0 zeigt. Das liegt einfach daran, weil das Gestell hier macht einen Flattermann hier. 32 Kilo, Alter. Dafür hat sich die Nummer auf jeden Fall gelohnt. Also wenn du 32 Kilo hier per Hand runtergeschrubbt hättest, dann wärst du aber ein paar Tage unterwegs. Boah, Alter, ich bin voll der Kilo. Ja, das ist weg. Ja, Mann. Oder wenn du überlegst, was 32 Kilo und Titan und nach oben. Genau, das ist halt jetzt auch noch ein Punkt. Die Bereiche da hinten drin hätte man ja niemals hinbekommen. Da kannst du ja machen, was du willst, du wirst da ja niemals reinkommen. Deswegen, also das ist schon cool. 32. So, okay, also wir, ich vermute... Das war Tuning gemacht, ne? Das war Tuning. Okay, 32 Kilo. Wenn wir jetzt ne, 10 Kilo Farbe kommen, bestimmt 7 Kilo wieder, ne? Dichtmasse bisschen, Wachs bisschen. Ja, ja. Also 10, 15 Kilo wirst du auf jeden Fall wieder raufhauen, weil es soll ja am Ende auch noch ein normales Auto bleiben, ne? Oder es waren halt 32 Kilo Rost, die jetzt halt... Die schwimmen bei dir da jetzt im... 32. Ja, ist viel. Das war ja das, was wir so beim Audi eigentlich erwartet hatten, ne? Jetzt muss man auch dazu sagen, hier waren ja auch von dir ein paar Schichten von unten schon runter. Kofferraum so dreimal lackiert und so weiter. Ja. So, pass auf, eine letzte Sache. Dann, so wie es immer war, wir sind losgefahren, auf einmal wurde der Bus immer voller, wie das bei unseren Roadtrips so war. Und ich habe auch noch was eingepackt. Und wir hatten ja witzigerweise gerade die Achse vom Abarth ausgebaut. Und ich dachte eigentlich, wir schmeißen die mit ins Bad rein, aber Alex meinte, einfach nur einmal strahlen. Und KTL. Nur wieder KTL drauf. Genau. Okay, hätte ich auch nicht gedacht, ich hätte es jetzt gepulvert, aber du sagtest, die waren ab Werk auch. Alle Achsen oder alle Schwarzteile werden ab Werk KTL und man spart sich den Rest. Die werden nicht lackiert. So, und hier sieht man es halt richtig schön in dem Gummilager, wie halt wirklich das KTL 0,0 auf dem Gummi haftet. Und es sieht eigentlich so aus, als wenn du ein neues Dings reingedrückt hast. Genau, guck mal, selbst der Clip. Es sieht wirklich so aus, als wenn wir... Keine Angst, das Lager machen wir neu. Eigentlich haben wir die Achse nur wegen dem Lager ausgebaut. Kein Metall, kein Strom, kein Magnetfeld, keine Farbe. Ich habe schon gesagt, das nächste Mal, wenn wir hier sind, machen wir mal so ein Versuchsblech oder so, wo wir mal verschiedenste Sachen auf so ein Blech machen und das mal ins KTL reinschmeißen. Würde mich mal interessieren, was wie wo da so hält, etc. Also das kannst du so einbauen. Also so, direkt rein. Die Lage muss halt mal. Ja, ja, aber da wollt ihr eh Uniball rein. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank mal wieder. Auch hat Spaß gemacht. Ebenfalls. Geiles Ergebnis. Und jetzt geht's in Hannover weiter mit Schweißen, würde ich sagen, oder? Ja. So, wir sind in Hannover wieder angekommen. War mal wieder ein ganz schöner Ritt im Schnee. Mhm. Aber man muss einfach sagen, als wir das Auto hier reingeschoben haben, es lohnt sich einfach immer und immer wieder. Ne? Auf jeden Fall. Weil egal wie unmotiviert man ist, du kommst hier rein und dieses blanke Auto ist halt einfach geil. Ne? So, Marius konnte es auch nicht sein lassen und hat direkt angefangen hier zu schweißen. Auch krass, wie das hält, ne? Ich schweiße in das Auto rein und höre mich selber. Grober Plan ist, du hattest ja noch so einen Wunschtraum und zwar, du wolltest nochmal in die Show- und Scheinliga eintreten. Wolltest nochmal ein paar Pokale gewinnen? Ja, das nicht, aber der Motorraum so, den wollte ich schon ein bisschen selber haben. Okay, das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, weil wir sind ja auch viel WhatsApp-Gruppen unterwegs, es wird überall immer diskutiert und die Leute denken wirklich, dass wir so ein Auto rein jetzt nur für die halbe Meile aufbauen. Aber das ist ja wirklich einfach Quatsch, das muss man einfach zur Verteidigung mal sagen. Ne? Nee, ich brauche es auch dafür, um mich abends ein Bier vorzustellen und es toll zu finden. Genau, einfach nur so zu sagen, das Ding ist einfach geil, wie sauber es ist, wie gecleant es ist, dass man vom Gewissen her weiß, egal welche Ecke von dem Auto man sich anguckt, das ist alles geil. Genau, das war halt vorher nicht so und deswegen hat es mich genervt. So, und das ist auch, ganz viele verstehen das auch einfach nicht, das haben wir auch schon ganz oft gehabt, dass die Leute vor einem Motorraum stehen und sagen, das muss doch 50.000 € gekostet haben. Mhm. Das, was du jetzt hier aber gerade reinschweißt und wieder runterschleifst, sind ein paar Fächerschleifer, ein bisschen Gas und ein bisschen Schweißdraht und natürlich wahrscheinlich 50 bis 100 Stunden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein sauberer Motorraum gleich immer exorbitant teuer ist. Ne? Nee. So, und das wollen wir euch einfach auch nochmal hiermit zeigen. So, und ich wusste es im Vorfeld schon, als wir damals in dem letzten Video eigentlich nur so ein bisschen Motorraum, Innenraum machen wollten. Da waren wir gleich klar mit Marius nie im Leben durchziehen, weil du kommst einfach immer weiter und am Ende wird die ganze Kiste von vorne bis hinten clean sein. Ne? Da sind wir jetzt. So, das heißt, wenn du hier mal so reinguckst, ich würde mal sagen, das sind schon die ersten 50 Löcher, die du dazu gemacht hast. Ja, das war wirklich ein langer Abend. Heißt, Wärmetauscher, hier geht original Bremskraftverstärker durch und Bremse, das zeigen wir euch gleich nochmal von innen. Und genau, Gaszug war ja noch und all sowas halt, was man nicht bedenkt. Ne? Haufenweise Jugendsünden. Genau, dann halt hier nochmal ein Loch gebohrt, halt da nochmal ein Loch gebohrt und halt da 3 verschiedene Turbolader mittlerweile drin gehabt, 5 verschiedene Motoren und so weiter halt. Ne? So, was mir aufgefallen ist, ich glaube, dass man aus der Golf-Karosse noch mehr als aus der Limo-Karosse Stabilität durch dieses motorsportmäßige Durchschweißen hier rausholt. Mhm. Ne? Weil, wenn ihr euch mal einen Golf anguckt, seht ihr das, dass die ganzen Blechüberlappungen, das ist alles offen. Also selbst bei Limo war es immerhin so, dass das alles eng anliegend auf Zug ist, aber hier ist ja wirklich, das ist ja wirklich alles nur so, ich sag jetzt mal, leicht zusammengetackert und egal wo man guckt, gerade ganz schlimm ist, das können wir jetzt gerade nicht zeigen, aber wenn man von unten unter das Auto guckt und die Längsträger sieht, die sehen ja wirklich aus, als wenn die nur so drunter. Kannst du überall durchgucken. Als wenn die mit 10 Schweißpunkten, bumm, schnell fertig und so weiter. Es ist ja wirklich überall so. Guck mal, selbst wenn man hier so reinguckt, es ist wirklich so, dass das ganze Gefühl ganz schön offen ist. Ja, liegen halt. Ja, 20 Jahre zwischen. Das wird natürlich ein Grund sein, warum er deswegen auch so viel Gewicht verloren hat, weil das natürlich alles schon radikal zugeschmiert wird. Ja. Aber ich glaube, gerade bei diesem Auto, wenn man das alles so durchschweißt, da wird unheimlich Stabilität reingehen. Ja, man hat auch richtig gemerkt, dass der Träger so hin und her gewackelt hat. Nachdem ich den dann verschweißt hatte, war es weg. Jetzt natürlich nicht so, du packst hier an und... Nee, das nicht, aber du konntest den schon, wenn du den Schraubenzieher reingesteckt hast, konntest du ihn so hin und her drehen. Also da glaube ich schon... Wenn du das ganze Ding jetzt hier durchgeschweißt hast, ist das schon... Also und jeder von euch, der selber mal so ein paar Nähte gemacht hat, es ist die Hölle normalerweise. Mhm. Und hier ist es halt wirklich drauf los. Ja, das ging echt und gib ihm. Kurz zum Thema Bremse, weil wir eure Hilfe brauchen. Marius träumt davon, den clean Motorraum. Das heißt, der Motorraum soll später so clean sein, dass da keine Bremse, keine Servolenkung, gar nichts mehr ist. Genau. Dass das alles im Innenraum ist. So, das heißt, du möchtest den Bremspedalbock in den Innenraum bauen. Genau. Das heißt, wir haben hier 2 Bremszylinder, nennt sich ein sogenanntes Waagebalkensystem, vorne, hinten und Kupplung. Genau, das ist der Waagebalken hier. Waagebalken heißt, man kann es links und rechts über den Seilzug verschieben, variiert so quasi mit den, können wir jetzt nicht vormachen, müssten Zylinder für drin sein, aber der Hebel verändert sich, ob man erst mehr vorne oder erst mehr hinten drückt, übertrieben gesagt, ganz grob erklärt. Jetzt ist die große Frage, die Auslegung dieser 3 Zylinder. Kupplung ist noch recht einfach, können wir uns einfach am Alten orientieren. Ja. Aber Bremse, vorne, hinten. Bringt uns natürlich nichts, dass du das erste Mal das Pedal trittst und hinten überbremst, Pedalgefühl ist komplett falsch. Genau, da habe ich ein bisschen Respekt vor. Also wenn einer von euch uns sinnvoll sagen können, welche wir Zylinder hier am besten für vorne und hinten reinmachen sollen. Ziel ist es eigentlich, was ist Ziel? Kein Überbremsen hinten. Genau. Und ich sag jetzt mal wahrscheinlich eher, dass du leicht reintreten kannst. Ja, also ich kenne es ja von deinem X-Bow, da musst du schon ganz schön rein... Treten, hast dafür natürlich wenig Weg. Genau. Ist hier aber, glaube ich, egal. Also hier ist es, glaube ich, schöner, ein bisschen mehr Weg zu haben. Ne? Jetzt bremsen wir eh nicht so viel wie bei Bergrennen oder so, ne? Aber so, also wenn da einer wirklich Erfahrung hat und sagen kann, hier Golf, schwerer Motor vorne, hinten extrem leicht, macht den und den Zylinder rein, ballert es einfach in die Kommentare. Wir sind gespannt. Wir hätten jetzt wahrscheinlich hinten klein, vorne groß. Genau. Ob das so richtig ist, wird ja das Licht angeht. Noch keiner sagen, genau. So, auf jeden Fall sieht das fett aus, kommt hier in den Innenraum rein, heißt natürlich, danach passt gar nichts mehr. Nee, da ist dann alles anders. Aber nur so ist es halt dann von vorne wirklich sauber, ja. Und sieht geil aus. So, das ist ein Punkt. Ein bisschen Rostarbeiten musst du auch machen, das haben wir aber schon ein paar Mal gezeigt. Ja, ich denke, so eine Woche ist Rost oder so erstmal und dann... Jede Menge schweißen. Jetzt ist es natürlich so Thema Gewicht. Ich lieber als Kabelbaum bauen. Ja, ich würde eher lieber den Kabelbaum bauen. Sowas zu schweißen ist cool. Aber brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Was würdest du tippen, was war das jetzt an reiner Schweißarbeit? 3 Stunden bestimmt? Ja, das reicht nicht, glaube ich. Ist sogar schon mehr wieder, 4, ne? Ja. So, 3, 4 Stunden schweißen. Das ist erstmal der coole Teil. Der nervige Teil ist jetzt, das alles erstmal überhaupt wieder runterzuschleifen. Ja. Das heißt, 1 Stunde Vollgas, Fächerschleifer. Ja, vorher schleifst du runter, siehst dann, okay, das ist noch ein kleines Loch, punktest wieder nach, schleifst wieder und so weiter, ne? Aber das ist halt der Teil, der... Ja. Ich wollte es halt nur noch einmal machen, deswegen muss ich da durch. Ziel ist am Ende, Motor, extrem kraftvolles Technikpaket, drumherum alles geil, clean lackiert, nichts angeschraubt, kein offenes Loch, gar nichts. Ne? Genau. So ist ungefähr der Plan. So ist der Plan. Geil. Ich kann es verstehen. Ich habe es ja damals bei meinem Golf 1, das ist 15 Jahre her, das war damals so, aber das war ja deine Zeit eigentlich auch noch, da hat man das ja noch so weit auf die Spitze getrieben, dass du es nicht nur verschweißt hast, sondern alles noch glatt gezinnt hast. Dass hier jede Blechüberlappung weg ist, dass das wirklich aussieht wie eine Badewanne. Das wäre für unser Teil hier natürlich kontraproduktiv, wenn du es maximal leicht haben willst. Ja. Dann hast du wieder ein paar Stangen Zinn rein. Ja, oder manche haben wirklich so Bleche eingeschweißt, dass das hier so ganz glatt war. Ja. Das so soll es nicht werden. Ich weiß noch, beim Golf 1 war der Längsträger anders. Beim Golf 1 war hier offen. Na, der ist so mehr so. Und der freistehende Längssträger, der in der Mitte aus 2 Blech zusammen war. Und da hat jeder wirklich hammerhart die ganze Kante runtergeflext und verschweißt. So, ne? Und dann hast du auch so Rillen drin. Dann hat man die Rillen quasi auch noch wieder aufeinander angepasst. Ja. Nee, so wollen wir es nicht machen. Ich wollte es nur sauber haben. So, ein paar Löcher muss man ja drin lassen wegen Wasserablauf, konservieren, genau weiter. Aber es soll ja am Ende porn aussehen. Wird es auch. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn das fertig ist mit der Zelle drin, komplett in weiß, alles durchlackiert, wird das schon. Genau, das schon eine Augenweide sein. Ne? So, aber wir haben wieder unsere Waage mit. Die darf ja nicht fehlen in jedem Video etliche Male. Wir hatten jetzt ja schon 32 Kilo verloren durch das Entlacken. Jetzt haben wir diverse Sachen hier ausgebohrt. Wir fangen einfach mal an. Ja, leider. Also A, hat sich jemand gemeldet, der die Sachen haben wollte. Ich denke, das hat sich hiermit erledigt. Tut mir leid. Es ging wirklich richtig bescheiden raus, weil ich hatte das Gefühl, dass manches davon gehärtet ist. Also das ist jetzt zum Beispiel Gurtaufnahme hinten, glaube ich, ne? Das bohrte sich wirklich nicht so toll. Oder Rücksitzbankaufnahme? Das, genau, da kommt dieser Pinöbel rein, wo die Rückbank dann, ja. Aber ich habe schon mal so, schon mal hochgehoben. Dieses große Blech ist, wo die Rücksitzbank drauf ist? Unterteil, ne? Sitzfläche, Rückbank, genau. Ja, und so kommen halt ein paar Bleche. Das habe ich die ganze Zeit gefeiert. Das war die alte Abschleppöse. Die war nach 10-mal Motorraumlacken immer noch abgeflext hier drin. Ja, fast ein halbes Kilo die ganze Zeit. Ja. Halbes Kilo, sagt man jetzt, was ist ein halbes Kilo? Aber wenn ein Auto nur 900 Kilo wiegt, ne? Ja. Ein Tausendstel ist schon ein bisschen. Nicht ein Tausendstel, bevor wieder alle korrigieren, aber... So, okay. Ich habe schon mal so Probe gehoben, es ist, glaube ich, weniger, als wir gehofft haben. Ja, ziemlich genau. Liegt es da auf der Erde oder ist da frei? Die ist frei. Ich hatte 3, 4 Kilo getippt. Okay. Ich finde 4 Kilo für das bisschen Blech. Für 0 Euro, ja. Für 0 Euro, für eine Stunde Aufwand, für viel Fluchen, für eine cleanere Optik. Und das sind auch 3 Gramm. Weil es sieht so ja definitiv cool aus. Natürlich waren es eigentlich mehr, weil du hast ja überall Löcher gebohrt, ne? Ja. So, aber kommt natürlich auch wieder ein bisschen was drauf, ne? Wieder 4 Kilo. Also wir sind jetzt bei sage und schreibe 36 Kilo. Wobei es könnte sein, dass ich diese 4 Kilo an Dichtmasse aufs ganze Auto wieder drauf schmiere. Ja, keine Frage, das meinten ja auch. Aber also weiß ich, dass das viele kommentieren werden, dass ja auf das Auto wieder was draufkommt. Aber du wirst das ja schon aufs Minimum reduzieren. Ja. Von hier aus dem Winkel kann ich genau wieder so über in die Längsträger reingucken. Das ist echt krass, wie offen das alles ist. Ich weiß nicht, wie man das hier mal... Film mal von hier, René. Wenn du von hier so reinfilmst. Hier. Diese Kante da unten. Wie offen das alles hier so noch gestaltet ist. Das waren halt damals Fertigungstoleranzen. Aber rostfrei. Da war so viel drauf, dass er da nicht gerostet hat, ne? VW würde, glaube ich, sagen, Stand der Technik. Ja, weiß, wie es heute aussieht. Aber sind halt auch bei deinem Auto war es schon deutlich besser, aber wie gesagt, ist noch 20 Jahre neuer, ne? Ich finde es immer extrem schwierig, sich auch wirklich mal so vorzustellen, was 30 Jahre sind. Ja. So, als wir im Sandkasten saßen, lief das Auto vom Band. Und wenn man sich so überlegt, was wir in den letzten 30 Jahren so getrieben haben, war ja schon ein bisschen was so, ne? Das hat ganz hart das Auto auch alles mitgemacht. Dafür ist das eigentlich schon, muss man ja mal loben. Ja. Also wir haben bestimmt schon mehr mitgemacht in 30 Jahren als das Auto. So, ja, einige haben ja auch bestimmt schon bei Instagram gesehen, dass das Auto hoffentlich natürlich Carbon nachkriegt. Das können wir auch schon sagen. Artyom fürchtet sich schon. Aber das war halt auch immer ein Traum von dir. Jetzt durch das Entlacken, damals wie bei Limo, sieht man halt, wie das Golf 2 Dach auch aufgesetzt wird. Aufgesetzt ist die richtige Bezeichnung. Abgemüttet, ne? Ja, ja, aber es ist wirklich halt so draufgesetzt einfach. Das heißt, wir haben vor der Tür Cabrio mit Flex gemacht bei einem anderen Auto. Ja. Komplett runtergenommen. Dass wir es jetzt bei Artyom abformen können, dieses Teil in Carbon machen und komplett wieder wie bei Limo draufsetzen. Ne? Genau. Es gibt am Markt Dächer, aber wir wollen das halt bis ganz an den Dichtungsflansch machen, vorne und hinten. Und ganz bis in die Dachrinne wieder hoch. Und das gibt es halt so meines Wissens nach noch nicht. Ich sehe auch eine Sache leider, wo Artyom fluchen wird. Nämlich? Und das ist die Hinterschneidung hier. Ja, die habe ich mir auch schon geschickt. Also er ist höchst motiviert. Das heißt, die Form wird wie bei meinen Seitenteilen hier angeschraubt, damit du es quasi entformen kannst. Sonst kriegst du das Teil mit der Hinterschneidung gar nicht aus der Form raus. Ne? Wird aber geil. Wenn du die Klappe aufmachst und guckst so auf das Carbon drauf, das wird, glaube ich, schon. Ja, oder man lässt es halt ganz... Oder Sichtcarbon. Ne? Carbon müssen wir halt dann hinterher mal gucken. Ne? Das wird schon ballern. Ja, ich würde sagen, erstmal so viel dazu. Ihr seht, es geht voran. Es tut sich was, es wird nicht langweilig. Wir machen weiter. Es wird cool. Hier kommt auf jeden Fall auch eine Zelle rein, da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Wir halten euch immer mit der Waage auf dem Laufenden. Und Marius wird jetzt erstmal noch ein paar Stunden schweißen, schleifen. Ne? In der Reihenfolge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.